Hallo, ich bin der Jakob von der ÖH, ich bin im Vorsitzteam der ÖH mit Wien. Ich vertrete heute das Referat, das das hier alles auf die Beine gestellt hat. Das ist unser Referat für Studien- und Maturantinnenberatung. Das werde ich jetzt noch kurz vorstellen. Es kommt jetzt eine ganz kurze Einleitung von mir und dann geht es gleich weiter mit dem Chemie-Teil, den heute die BerFin vortragen wird. Wer sind wir? Das geht nicht. Das ist übrigens das Referat für IT-Services. Wir haben so einige Referate bei der ÖH, die uns da unterstützen. Funktioniert nicht immer, aber... So, wer sind wir? Also wir sind die ÖH. Wir sind ein kleiner Teil davon. Wir sind... haben eben sehr viele Referate. Ich bin eben im Vorsitzteam von der ÖH mit Wien. Das alles wird organisiert von dem Referat für Studien- und Maturantinnenberatung. Das heißt, wir vertreten eure Interessen nicht erst ab dem Zeitpunkt, wo ihr bei uns studiert, dann selbstverständlich auch, sondern auch schon für euch, die ihr am Studium interessiert seid. Und wir wollen euch helfen, kostengünstig bzw. kostenlos euch möglichst gut für diesen Aufnahmetest vorzubereiten. Aus diesem Referat werdet ihr noch in den nächsten Tagen einige Leute kennenlernen. Der Referent dafür ist der Hassan und der hat einige Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die eben alle diese Tutorien und organisiert haben. Wir sind quasi die lokale Hochschulvertretung, wir vertreten alle Studierenden hier auf der Universität. Dann gibt es auch noch die Bundes-ÖH, da ist die Johanna, die bei uns bis letztes Jahr Vorsitzende war hier auf der Uni, die ist jetzt quasi die Vertretung von ganz Österreich. Also wir sind da gut vernetzt, wenn wir Probleme haben im Referat, dann kommt das zu uns und wir tragen das dann weiter ans Rektorat, Vizerektorat und dann je nachdem, was für ein Fall das ist, auf die Bundesebene. Gut, was erwartet euch heute und in den nächsten Tagen? Heute werden wir dann gleich mit dem Chemieteil starten, eurem neuen Lieblingsteil, danach Physik, Mathematik, morgen geht es mit Biologie weiter, mit kognitiven Fähigkeiten und Fertigkeiten, soziale und emotionale Kompetenzen. Am Freitag ist Team-Based Learning, Biologie, weiß jeder, was Team-Based Learning ist? Habt ihr euch das schon angeschaut? Alle, die dabei sind, da geht es darum, dass man in Kleingruppen zusammenkommt und Fragen diskutiert und danach präsentiert oder seine Meinung dazu verteidigt. Das ist auch immer wieder im Studium kommt das vor. Das hilft einfach, den Inhalt besser zu verstehen und zu lernen, wenn man den auch bespricht im Team und dann quasi in Kleingruppen bespricht und seine Meinung dann kundtut. Am Samstag ist dann auch noch Team-Based Learning mit Chemie und Physik und Mathematik. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, sei es Anmeldung oder Studienanfang, was auch immer euch am Herzen liegt, schreibt es den Kollegen und Kolleginnen von dem Referat, das das organisiert, das ist das Referat für Studien- und Maturantinnenberatung, unter matb@oehmitwien.com. Da könnt ihr euch wirklich mit jedem Problem hinwenden, die sind für euch da und die sind gerne für euch da. Und sobald ihr dann beginnt, sobald ihr studiert, könnt ihr euch natürlich auch jederzeit an die ÖH wenden und wir können bei fast allen Problemen gut weiterhelfen und euch unterstützen. Es gibt auch eine persönliche Beratungszeit, seht ihr auch hier. Das ist jeden Montag von 17 bis 19 Uhr und dienstags zwischen 13 und 15 Uhr, wenn ihr persönlich vorbeikommen wollt. Oder auch anrufen könnt ihr in dieser Zeit, da sind quasi die Expertinnen und Experten für euren Bereich, also für den Studienbeginn, für den Aufnahmetest verfügbar und da könnt ihr euch hinwenden, wenn ihr viele Fragen habt, persönlich mal vorbeischauen wollt. Das ist auf unserer Vorklinik, das ist bei der Ecke Schwarz-Spanier-Straße, Währinger-Straße, dort beim Histologischen Institut. Dann wäre ein eigenes kleines Büro, das ist quasi das Büro nur für dieses Referat, dass das hier alles organisiert. Wir haben hier im AKH dann auch noch ein großes Büro, wo alle anderen Referate und auch wir arbeiten. Aber für euch die Beratungszeit ist dort vor Ort. Ihr könnt euch auch über diese E-Mail-Adresse
Termine ausmachen oder einfach so vorbeischauen. Und die Videos von heute und von den nächsten Tagen werden vermutlich ab heute Abend, nein, wir haben ein fantastisches IT-Referat, ab nächster Woche voraussichtlich online gestellt werden, dass alle, die das verpasst haben, die nicht hier gewesen sein konnten, das nachschauen können. Also nächste Woche circa, oder? Perfekt. Und eines möchte ich euch noch bitten, wir haben den Hörsaal von der Universität gemietet oder ausgeborgt sozusagen. Achtet bitte darauf, dass ihr keinen Mist, keinen Müll zurücklasst und seid saubere zukünftige Studierende von unserer Uni und macht gleich mal einen guten Eindruck. Genau, das sollte, glaube ich, klappen. Bei Fragen, glaube ich, sagt dann die Berfin, wie ihr das handhabt bei der Präsentation. Habt ihr jetzt noch Fragen zur Organisation generell, zum Referat für Studien- und Maturantinnenberatung zur ÖH? Irgendjemand? Gut, dann, die freuen sich alle schon so auf Chemie jetzt. Dann übergebe ich an die Berfin, sage vielen Dank, viel Erfolg und wir sehen uns hoffentlich dann im Herbst. Hi, ist sehr laut. Hi alle zusammen, ich bin die Berfin. Ich bin im vierten Semester Humanmedizin und vor 2 Jahren saß ich nicht hier, aber gebannt vom YouTube-Kanal und habe es mir angeschaut. Willkommen. Nee, ich glaube, vor 2 Jahren hatten wir es noch gar nicht. Egal, auf jeden Fall willkommen. Wir haben auf Facebook euch gefragt, welche Themen ihr heute gerne durchnehmen wollen würdet und da war es eigentlich hauptsächlich Redox-Reaktionen und Säurebase und genau das werden wir heute machen. Bitte vergesst nicht, das ist ein Repetitorium, das heißt, es ist eine Wiederholung für euch und nicht quasi ein Grundkurs. Das heißt, wenn ihr gar keine Ahnung davon habt, dann wird das wahrscheinlich alles ein bisschen schnell gehen. Dann würde ich euch empfehlen, euch vielleicht das auf YouTube nochmal anzuschauen daheim, okay? Fangen wir doch gleich an mit den Redox-Reaktionen. Alle schreiben gleich mit Redox-Reaktionen, okay. Was sind Redox-Reaktionen? Das sind Übertragungen von Elektronen zwischen 2 Edukten. Das klingt jetzt sehr chemisch, was bedeutet das denn überhaupt? Zum Beispiel, das kennen wir alle aus der Natur von Rost, da reagiert unser Metall mit Sauerstoff und oxidiert. Und das sind dann auch gleich 2 sehr wichtige Begriffe, Reduktion und Oxidation. Die Reduktion bedeutet Aufnahme von Elektronen und die Oxidation bedeutet die Abgabe von Elektronen. Das kann man sich so merken, wenn ein Stoff, also eine Reduktion durchgeführt wird, dann werden Elektronen aufgenommen, also wird es negativer, der Stoff wird reduziert, okay? Und warum mache ich das überhaupt? Weil es erstmal sau wichtig ist, weil es überall in der Natur passiert eigentlich und weil, wenn ihr keine Redox-Reaktionen aufstellen könnt, ihr quasi eine Reaktion falsch aufstellen würdet. Warum? Weil während dieser Reaktion ganz viele Nebenprodukte entstehen und die könnt ihr nur korrekt darstellen, wenn ihr eine Redox-Reaktion ausführen könnt. Okay, was macht man da? Da gibt es jetzt 8 Schritte, wie man erfolgreich zur Redox-Reaktion kommt. Und der allererste Schritt ist, einmal die Oxidationszahlen zu bestimmen. Ich erkläre euch gleich, was das ist. Dann ist der 2. Schritt, dass man schaut, was wird reduziert, was wird oxidiert. Dann nimmt man das und schreibt es in 2 Teilgleichungen auf. Und dann schaut man, wie viele Elektronen abgegeben und aufgenommen werden. Also die Elektronen werden ja quasi rumgereicht durch die 2 Edukte und dann schaut man, wer bekommt was und wer gibt was ab. Dann kommt es zu einem Ladungsausgleich. Das muss man insofern machen, weil wir ja davor mit den Elektronen die hin und her geben und ich kann nicht einfach Ladungen nehmen und die rumverschieben, ohne dass ich es quasi ausgleiche. Das mache ich im sauren Milieu mit H3O+ und im basischen Milieu mit OH-. Dann, nächster Schritt, kommt der Stoffausgleich mit Wasser. Ich erkläre euch gleich, warum. Zuletzt schaue ich, dass ich alles auf den kleinsten gemeinsamen Nenner bringe, also die Elektronenbilanz ausgleiche. Und dann schaue ich noch, was ich kürzen kann. Und dann habe ich meine Gesamtreaktion und bin fertig. Okay, das dauert jetzt richtig langsam. Josef? Es war eigentlich so ein schöner Emoji-Daumen, aber okay, dann leider nicht. Was mache ich bei den Oxidationszahlen? Wir spalten die Atome, also die Moleküle, gedanklich in Ionen. Also wenn ich
irgendein Atom neutral vor mir habe, dann stelle ich mir vor, was wird passieren, wenn ich es in seine Einzelteile spalten würde. Wer würde was bekommen? Und da gibt es jetzt mehrere Regeln, wie ich da hinkomme. Die allererste und grundlegendste eigentlich ist, dass Elemente, die alleine stehen, also elementar vorkommen, zum Beispiel O2 oder H2, dass die Oxidationszahl 0 haben. Wieso? Naja, wenn ich das in meinem Kopf aufspalten würde, es ist ja eh schon einzeln da, also es würde kein Ion mehr bekommen. Dann einatomige Ionen, die bekommen die jeweilige Ladungszahl als Oxidationszahl. Was sind das einatomige Ionen? Zum Beispiel Kupfer, Eisen, Kalium, Natrium, das sind alles Ionen, die eine Ladung haben, wenn sie alleine dastehen. Und zum Beispiel bei Kupfer, wenn es als 2+ vorliegt, also Kupfer 2+, dann ist die Oxidationszahl 2+. Dann ist auch ganz wichtig, die Summe von meinen Oxidationszahlen innerhalb eines Moleküls muss nach außen hin 0 ergeben. Außer wenn es ein Ion ist, dann muss es nach außen hin quasi die Ladung ergeben, die das Ion trägt. Okay, jetzt ist es wichtig, dass ihr euch im Periodensystem auskennt. Das müsst ihr eh für ein Meta-T lernen und bei den Redoxreaktionen hilft es immens. Warum? Weil eine Regel zum Beispiel ist, dass die Elektronegativeren die Elektronen bekommen und deshalb eine negative Oxidationszahl haben. Was ist mein elektronegativstes Element, was ich habe in meinem Periodensystem? Das ist das Fluor. Fluor steht quasi in der siebten Periode, in der siebten Gruppe, in der zweiten Periode, ganz rechts. Und wenn wir quasi das als unseren Fixpunkt nehmen, als negativstes, dann wissen wir, quasi von links nach rechts wird es immer negativer und von unten nach oben wird es auch immer negativer. Das bedeutet für uns jetzt bei den Redoxreaktionen, dass die Halogene, also die siebte Gruppe, alle die Oxidationszahl -1 haben, weil die alle entsprechend elektronegativ sind. Und wenn wir das gemacht haben, dann... Warum sieht man das nicht? Oh no, ich glaube, meine Präsentation, ich habe es am Mac gemacht und ich glaube, das... Okay, schade. Ich sage euch, das, was dann da steht. Also, nochmal, Alkalimetalle und Erdalkalimetalle, das sind die erste und die zweite Gruppe im Periodensystem und das sind Metalle, wie es im Namen schon steckt. Ergo, die sind nicht so elektronegativ und deswegen haben sie die Oxidationszahl 1 oder wenn sie die Erdalkalimetallgruppe sind, dann die Oxidationszahl +2. Und dann gibt es jetzt noch so zwei Sonderkinder und das ist einmal der Sauerstoff und das, was abgeschnitten hier unten wäre Wasserstoff und Sauerstoff. Wasserstoff hat die Oxidationszahl +1, außer in zum Beispiel Peroxiden, da müsst ihr euch das davor anschauen, wo nicht. Und der Sauerstoff hat auch die Oxidationszahl -2, so jetzt ist es richtig, also -2. Und da muss man aber auch aufpassen, weil da gibt es auch Sonderformen. Schaut es euch daheim an und dann könnt ihr nicht ausgetrickst werden. So, wir machen jetzt einfach eine Redoxreaktion alle gemeinsam und schauen, dass es jeder versteht. Also unsere Aufgabe ist, elementares Kupfer wird in Salpetersäurelösung gegeben. Hierbei entstehen Kupfer-2-Ionen sowie Stickstoffmonoxid. Formulieren Sie die Redoxgleichungen sowie die Teilgleichungen. Was war mein erster Reaktionsschritt? Die Oxidationszahlen bestimmen. Okay, also zuallererst einmal schreibe ich mir das auf, was mir angegeben wird. Also elementares Kupfer, elementar bedeutet, dass es alleine steht, plus Salpetersäure, HNO3, reagieren dann zu Kupfer 2+ und NO. Und da fehlt jetzt gerade ein Plus, sehe ich, aber naja. Okay, wie bestimme ich jetzt die Oxidationszahlen? Wir haben gesagt, elementare Stoffe haben die Oxidationszahl 0. Kupfer steht alleine, also hat sie Oxidationszahl 0. HNO3, da würde ich euch jetzt empfehlen, euch zuallererst das O anzuschauen. Wir haben gesagt, O hat immer die Oxidationszahl -2, außer ein paar Ausnahmen. Okay, jetzt wissen wir, O hat -2. Das nehme ich jetzt mal 3, weil es 3-mal vorkommt. -2 mal 3 sind 6. Wir wissen, dass Wasserstoff +1 hat. Also ziehe ich von der -6 +1 ab. Dann bleiben mir -5 übrig quasi. Und diese -5, die muss ich ausgleichen. Wir haben ja gesagt, nach außen hin muss das immer ausgeglichen sein. Und wie gleiche ich -5 aus? Nehme ich +5 drauf an dir. Also hat H die Oxidationszahl +1, Stickstoff die Oxidationszahl +5 und Sauerstoff die Oxidationszahl -2. Okay, dann schauen wir uns das Kupfer an. Das hat die Ladung 2+, also ist die Oxidationszahl 2+.
Und dann haben wir noch unser Stickstoffmonoxid. Wir haben gesagt, O ist minus 2, also ist Stickstoff plus 2. Okay? Jetzt schauen wir uns an, wo wir die Oxidationszahlen haben. Was gehört erstmal zusammen? Hier ersichtlich, HNO3 und NO gehören zusammen und natürlich die zwei Kupfer. Und dann schaue ich, was wird reduziert und was wird oxidiert. Wir haben gesagt, reduziert ist, wenn unser Element negativer wird und oxidiert ist, wenn es positiver wird. Kupfer hatte davor die Oxidationszahl 0 und wird dann zu plus 2. Also wird Kupfer oxidiert. Und bei HNO3, das schauen wir uns Stickstoff an, und das hatte davor die Oxidation 2 plus 5 und später plus 2, also muss es reduziert worden sein. Und jetzt kommen die Teilgleichungen. Das schreibt ihr euch einfach hin, Oxidation, Reduktion, Redox, das ist ja die Abkürzung dafür. Und dann schreibt ihr euch das eben hin, was wird oxidiert, was wird reduziert. Okay, jetzt habe ich das so dastehen. Und jetzt muss ich schauen, welche Elektronen werden abgegeben und aufgenommen. Und auch hier ist es blöd mit der Präsentation, eigentlich war das 2 plus abgedeckt, weil ich schaue jetzt, ich weiß, dass es hier die Oxidationszahl 0 hatte und hier plus 2. Und um diese plus 2 auszugleichen, müssen irgendwoher minus 2 kommen. Und wie mache ich die minus 2? Indem ich 2e minus hernehme. Okay, dann schaue ich mir die Reduktion an. Wir hatten davor plus 5 und dann plus 2. Das heißt, ich muss 3 Elektronen gehabt haben, die dann quasi rumgetradet wurden. Also hier die 3 Elektronen und die schreibe ich dann auf die Seite hin. Logisch, weil ich habe hier plus 5 und ich komme auf plus 2. Ich muss also mit 3e minus das abziehen, um auf unser Produkt zu kommen. Soweit verstanden? Weil der Rest ja immer, es bleibt ja das Gleiche und du gehst ja quasi dann, das kommt jetzt dazu später, aber du gehst Gleichungen ein. Du schaust immer nur auf das Stickstoff, weil das ist das Molekül, was quasi die Reaktion eingeht. Du schaust dir nicht den Sauerstoff oder den Wasserstoff an. Okay, das haben wir fertig, dann schauen wir uns den Ladungsausgleich an. Okay, hier steht, es wird in Salpetersäure-Lösung gegeben. Salpetersäure, das steckt schon im Namen, es ist ein saures Milieu, also nehmen wir H3O plus her zum Ausgleichen. Wenn es ein basisches Milieu wäre, würden wir OH minus hernehmen, okay? Wir schreiben uns wieder unsere Reaktion dahin. Und dann schauen wir, was muss ich jetzt ausgleichen? Okay, also vom Kupfer, um auf das Kupfer 2 plus 2e minus zu kommen, das ist schon alles ausgeglichen, das passt. Hier, also weil das 2 plus wird mit dem 2e minus ausgeglichen. Hier habe ich nichts, was mit meinem 3e minus ausgleicht. Deswegen muss ich das ausgleichen, weil es darf nicht frei rumstehen. Deswegen nehme ich jetzt das Plus vom H3O plus und gleiche die 3e minus aus. Es sind dreifach negative Ladungen, deswegen muss ich eine dreifach positive Ladung draufgeben. Also 3H3O plus. Und dann komme ich auf meine Reduktion, die jetzt ausgeglichen ist. Okay, jetzt haben wir das erledigt. Jetzt kommt der Stoffausgleich mit Wasser. Wenn ihr euch das nämlich hier anschaut, man ist echt blöd, das ist alles verschoben worden. Wenn ihr euch das jetzt hier anschaut, dann seht ihr nämlich, dass ihr auf dieser Seite plötzlich super viele Sauerstoffatome habt. Und zwar 3, 4, 5, 6 und auf der Seite habt ihr aber nur 1. Das heißt, irgendwohin müssen diese Sauerstoffatome verschwinden. Das darf nicht alleine dastehen. In der Chemie reagiert alles mit allem, es löst sich nichts in Luft auf. Und dafür ist der Stoffausgleich mit Wasser da. Ihr schaut euch an, ich zähle immer den Sauerstoff, weil es für mich leichter ist einfach. Aber wenn ihr wollt, könnt ihr auch den Wasserstoff zählen, es ist wurscht. Ihr schaut euch nämlich an, wie viel Sauerstoff habe ich auf der einen Seite, wie viel habe ich auf der anderen. Ich habe hier 3 und hier habe ich ja 3 mal 3, also 3 mal O, sind 6. Hier habe ich aber nur 1, also ziehe ich 1 ab. Ich habe also 5 Sauerstoffatome, die ausgeglichen, also die fehlen. Wie mache ich das? Ich nehme 5 H2O und gleiche es somit aus. Und wenn ihr mir nicht glauben wolltet vorhin mit, dass es wurscht ist, ob wir den Wasserstoff oder Sauerstoff zählt, dann könnt ihr jetzt nachzählen. Ich habe hier, wo ist es denn? 3 H3O plus und da habe ich auch 1, das sind 9, 10, 5 H2 sind auch 10, also passt. Okay, sind wir damit eigentlich schon fast am Ziel. Wir fassen es ja aber später zu einer einzigen Reaktion zusammen und ich kann nicht zusammenfassen, was nicht ausgeglichen ist. Deswegen schaue versuche ich es auf den kleinsten gemeinsamen Nenner zu bringen. Ich habe hier 3e minus, hier habe ich 2e minus. Ich nehme es einfach miteinander,
mal, also hier nehme ich 2i minus mal 3 und dann nehme ich die 3i minus mal 2. Das wirkt sich natürlich auf unsere ganze Gleichung aus, sodass ich hier alles mal 2 nehme und hier alles mal 3. Schaut dann so aus. So. Und jetzt kann ich schauen, ob ich Sachen kürzen kann, wegkürzen kann. Ich habe hier 6i minus auf der rechten Seite und da 6i minus auf der linken Seite stehen, passt, ich kann es wegstreichen. Was kann ich noch machen? Hier nicht mehr viel, weil schon alles auf den kleinsten gemeinsamen Nenner gebracht wurde, also kürzen geht nicht mehr. Manchmal bietet es sich aber noch an, H2U und sowas wegzukürzen. Ich fasse alles zusammen. Alles, was auf der linken Seite stand, steht natürlich unten in meiner Gesamtgleichung auch links unten. Alles, was auf meiner rechten Seite stand, steht auf der Gesamtgleichung rechts unten. Okay? Das ist jetzt meine endgültige Redoxreaktion. Und wenn man quasi die Gleichung von ganz am Anfang noch im Kopf hatte, dann sieht man jetzt, dass sie komplett falsch war, weil da nichts ausgeglichen war und diese ganzen H3O plus und H2Os und so gefehlt haben. Cool, wir sind fertig. Auch das waren Emojis, aber ne, Windows. Okay, machen wir weiter. Säure-Base-Reaktion. Okay. Die Redox-Reaktionen sind quasi Reaktionen, wo Elektronen übertragen werden. Säure-Base-Reaktionen sind Reaktionen, wo Protonen übertragen werden. Da gab es jetzt einen netten Chemiker, der hieß Brønsted, und er hat gesagt, Säuren sind Proton-Donatoren, Basen sind Proton-Akzeptoren. Warum ist jetzt die Definition nach Brønsted, dass man das weiß, so wichtig? Weil Brønsted quasi etwas abgelöst hat, was davor galt. Davor hieß der, glaube ich, Arrhenius oder so. Und Arrhenius hat halt einfach gesagt, dass Säure-Base-Reaktionen immer, ich glaube, mit Wasser sind. Nagelt mich nicht drauf fest, weil es ist wurscht für uns. Und dann gab es noch einen, der hieß Lewis. Und Lewis hat auch eine andere Säure-Base-Definition gehabt. Wir gehen jetzt nach Brønsted, okay? Hier ändert das Bild von ihm. Und jetzt gerade nochmal eben wichtig, Redoxreaktionen sind Elektronenübertragungen, Säure-Base-Reaktionen sind Protonenübertragungen. Okay, was man zur Säure-Basen-Reaktion wissen sollte, ist, dass es immer diese korrespondierende Säure-Basensysteme gibt. Was bedeutet korrespondieren? Ich habe hier meine Säure HA, das H steht für mein Proton, okay, und das reagiert dann zu A- und HB+. Was bedeutet das jetzt? Unsere Säure, die ist ja ein Proton-Donator, die gibt deswegen hier ihr Proton ab und wird dann deshalb aber selber zur Base. Okay? Und unsere Base, die nimmt ja das Proton an, also Proton-Akzeptor, und deswegen wird es dann aber später zur Säure. Und das bedeutet eigentlich korrespondierendes Säure-Base-Paar. Okay, und auch jetzt hat was nicht geklappt. Auf dem Mac würde das jetzt nach oben flitzen und dann hätten wir das hier so schön vor uns präsentiert. Ich hoffe, ihr könnt es trotzdem lesen. Bei Säure-Base-Reaktionen ist nämlich wichtig, dass sie in beide Richtungen verlaufen. Es stellt sich irgendwann ein Gleichgewicht ein. Deswegen ist hier auch der Doppelfall. Okay? Und jetzt kommt meine Überleitung, meine geschickte Überleitung zum Wasser. In wässrigen Lösungen werden die Protonen nämlich vom H2O aufgenommen und dann entsteht H3O+. Und das H3O+, das nennt man auch Wasserstoff-Ionen-Konzentration oder einfach nur H+. Jetzt kommt die Überleitung. Wasser? Nein, das war eine echt schlechte Überleitung. Okay, sorry. Wasser reagiert mit sich selber. Wir kennen das alle, dass man quasi, wenn man Elektrizität in Wasser reinsteckt, dass man stirbt. Ne? Aus diversen Horrorfilmen. Und warum passiert das? Weil Wasser ist ja an sich neutral. Das passiert insofern, weil Wasser eben mit sich selber reagiert und H3O plus und OH-Ionen entstehen. Und wenn ihr davor schon diese ganzen Stoffe gelernt habt, wisst ihr, Sonderfall Ionen, die können Elektrizität leiten, wenn sie gelöst sind, also Salze. Okay, also damit können wir uns erklären, warum Wasser Strom leitet. Und das nennt man die Eigendissoziation von Wasser. Und wenn man jetzt quasi die Konzentration von den H3O plus und OH-Ionen zusammenzählt, dann kommen die auf eine Konzentration von 10 hoch minus 14 Mol Quadrat zum Liter Quadrat. Okay, das muss man sich vorstellen, das ist so immens wenig. Quasi unser Gleichgewicht, dieser Doppelpfeil, der zeigt ganz weit nach links und nur ganz ein kleines bisschen nach rechts. Und das kann man ausdrücken mit dem Ionenprodukt, also einfach ein Massenwirkungsgesetz.
Nee, Moment, wir kommen nachher zu dem Massenwirkungsgesetz. Zuerst erkläre ich euch das, damit ihr pH-Werte versteht. Ich nehme das Ionprodukt, also ich nehme die Konzentration von H3O+ und die Konzentration von OH-. Die eckigen Klammern bedeuten in der Chemie Konzentration und die ergeben eben zusammen 10 hoch minus 14 Mol Quadrat plus Liter Quadrat. Und weil ja quasi die hier miteinander reagieren, muss quasi, wenn von dem etwas entsteht, immer gleich viel von dem entstehen. Also kann man sagen, wir haben 10 hoch minus 14 Mol pro Liter H3O+ und 10 hoch minus 7 Mol pro Liter OH-. Also von beiden habe ich 10 hoch minus 7 Mol pro Liter. Und das mit den Konzentrationen, von was ich wie viel habe, weil bei Säuren und Basen ist es eben anders, wie viel quasi von denen entstehen, kann ich angeben, ob es sauer, basisch oder neutral ist. Wenn ich ganz viel H3O+ habe, dann ist meine Reaktion sauer. Wenn ich ganz viel OH- habe, dann ist meine Reaktion basisch. Wenn ich von beiden gleich viel habe, ist es neutral. Genau, da habt ihr es unten nochmal stehen. Und in neutralen Lösungen ist die Konzentration von den beiden gleich. Okay? Wichtig zu wissen, vielleicht nicht unbedingt, na doch, doch schon für Meta-T. Hautneutral bedeutet nicht, dass wir auf der Haut einen pH-Wert von 7 haben, sondern wir haben einen Haut-pH-Wert von 5,5, er ist also leicht sauer. Okay? Also wenn man von Hautneutralität redet, dann wisst ihr, es ist nicht wirklich neutral im chemischen Sinne. Okay. Jetzt kommen wir zum pH-Wert. Viele Leute tun sich da mega schwer damit, aber an sich ist es eigentlich recht simpel. Was ist der pH-Wert? Der pH-Wert ist der negativ-dekadische Logarithmus von meinen Konzentrationen von H3O+. Das ist die Formel da. Und warum mache ich das? Einfach, weil es übersichtlicher ist. Es lässt sich leichter rechnen mit einem pH-Wert von 3, als wenn ich sage, ich habe 10 hoch minus 7, was weiß ich, 10 hoch minus von dem und dem. Okay, also weil schaut, ich habe gerade auch den Fehler gemacht, aber wenn ich sage pH 3, weiß ich, was gemeint ist. Und das ist eben ein Maß für den Säuregehalt einer Lösung. Auch das ist wichtig, dass ihr wisst, was sauer, was neutral und was basisch ist. Wenn es einen pH-Wert von unter 7 hat, ist es sauer. Wenn es einen pH-Wert von 7 hat, ist es neutral. Und wenn es einen pH-Wert über 7 hat, ist es basisch. Ein Beispiel zum Beispiel wäre, wenn wir einen pH-Wert von 0 haben, dann habe ich 10 hoch minus 0 Mol pro Liter. Also habe ich 1 Mol pro Liter H3O+-Ion. Wenn ich zum Beispiel einen pH-Wert von 14 habe, dann habe ich 10 hoch minus 14 Mol pro Liter an Ionen. Und es sind einfach quasi weniger als da oben, ergo es ist nicht so sauer. Okay, das kann ich natürlich jetzt alles, auch für Basen, also mit einem pOH-Wert machen. Ist nicht so häufig, aber ihr solltet wissen, dass es den gibt. Und der funktioniert genau nach dem gleichen Schema, wie den pH-Wert zu berechnen. Der pOH ist... Okay, und da sieht man es jetzt leider nicht. Der pOH, wir haben ja gesagt, es muss immer gleich viel, quasi wenn ich die Konzentration zusammenrechne, komme ich auf 10 hoch minus 14. Und hier ist es so, dass mein pOH einfach minus dem Logarithmus von OH minus ist und das ergibt dann 14. Okay, hier habt ihr nochmal eine Skala. Okay, da steht es nochmal in groß, also der pH plus pOH ergeben 14. Das heißt, wenn man euch im Meta-T zum Beispiel sagt, ihr habt einen pH-Wert von 4 und wie hoch ist dann euer pOH-Wert? Okay, dann zieht ihr einfach von der 14 die 4 ab und wisst, okay, mein pOH ist 10. Jetzt gibt es noch den pKs-Wert. Hier habt ihr so eine kleine Merkbox. Der pH-Wert, der sagt mir, wie stark sauer meine Lösung ist. Und der pKs-Wert, der sagt mir, wie bestrebt meine Säure danach ist, dass sie ein Proton abgibt. Weil Säuren, die lösen sich nicht komplett im Wasser auf. Es stellt sich ja ein Gleichgewicht ein. Und so unterscheidet man jetzt auch in schwache und starke Säuren. Bei starken Säuren ist es nämlich so, dass die eigentlich fast vollständig im Wasser dissoziieren, also in Ione verfallen. Bei schwachen Säuren... Habe ich es nicht da stehen? Doch. Bei schwachen Säuren ist es so, dass das Gewicht ganz weit auf der linken Seite liegt, also dass sie sich nicht so stark auflösen im Wasser. Und das kann man jetzt eben mit dem Massenwirkungsgesetz angeben. Das Massenwirkungsgesetz besagt eigentlich nur, dass ich hier meine Produkte oben in den Zähler schreibe und dann quasi im Nenner durch die Edukte teile. Okay?
Also mehr ist es nicht. Und ich glaube, bei mir im Jahr mit der T haben sie gesagt, ja, ihr habt halt so eine Gleichung, jetzt gebt mir das Massenwirkungsgesetz an. Okay, das ist eine geschenkte Aufgabe. Ich weiß einfach, ich nehme alles, das was hier steht, schreibe es hoch und dann mache ich einen Bruchstrich und alles, was da steht, schreibe ich runter. Okay, das sehen jetzt die Leute zu Hause auf dem Computer nicht. Moment. Also, ich wiederhole es nochmal für die Leute daheim. Ich nehme einfach das, was hier steht, schreibe es in den Zähler und das, was auf der linken Seite steht, schreibe ich in den Nenner. Und mehr müsst ihr nicht machen. Was ihr vielleicht noch wissen solltet, ist, dass wenn ihr irgendwie hoch 2, hoch 3, hoch 4 hier habt, dann müsst ihr das da unten halt dementsprechend angeben. Okay. Auch hier gebe ich einfach meinen PKS-Wert mit dem also das ist mein KS-Wert und den gebe ich als PKS-Wert an. Das ist der negativ-dekadische Logarithmus. Wieso? Weil es auch hier wieder einfacher zum Rechnen ist. Also mit dem Massenwirkungsgesetz rechnet ihr den KS-Wert aus und dann zieht ihr den negativ-dekadischen Logarithmus und ihr kommt auf euren PKS-Wert. Okay. Und jetzt kommen bei Metathema gerne so Fragen dazu, ob ihr es wirklich verstanden habt. Und da ist dann zum Beispiel eine Frage, zum Beispiel, eure Säure hat einen PKS-Wert von 1. Was ist das? Ist eine schwache Säure, eine starke Säure? Dann schaut ihr jetzt einfach, das ist logisch. Eine starke Säure hat ihr Gleichgewicht ganz weit rechts. Und deswegen, weil sie ganz weit rechts ist, teile ich ja etwas ganz Großes durch etwas Kleines. Also ist meine Säurekonstante groß. Und deshalb habe ich einen kleinen PKS-Wert, okay? Warum? Weil ich ja quasi den negativ-dekadischen Logarithmus nehme, also das, was davor groß war, wird klein und das, was klein war, wird groß. Also bei der schwachen Säure ist mein Gleichgewicht ganz weit links, also hier unten. Und jetzt teile ich etwas Kleines durch etwas ganz Großes und dadurch komme ich auf eine kleine Säurekonstante. Und auch hier ziehe ich den negativ-dekadischen Logarithmus und ich komme auf einen großen PKS-Wert. Und auch hier kann man wieder das gleiche Spielchen treiben. Mein PKS-Wert plus mein PKB-Wert ergeben halt 14. Und wenn sie euch jetzt sagen, ihr habt einen PKB-Wert von bla bla bla, wie viel ist euer PKS-Wert, könnt ihr euch das einfach so ausrechnen. Jetzt noch ein paar Formeln zur pH-Wertberechnung. Also bei den starken Säuren und Basen macht ihr einfach das, was wir die ganze Zeit gemacht haben. Ihr nehmt den negativ-dekadischen Logarithmus und bei den Säuren nimmt ihr ja die H3O-Plus-Konzentration, weil wir haben gesagt, die H3O-Plus-Konzentration steht dafür, wie sauer meine Lösung ist. Bei den Basen, das ist der pOH-Wert, das steckt schon im Namen, dann nimmt ihr einfach den negativ-dekadischen Logarithmus von den OH-Ionen. Ihr solltet wissen, dass der pH-Wert nichts anderes ist als 14 minus den pOH-Wert und vice versa. Und jetzt gibt es noch die Henderson-Hasselbalch-Gleichung, die lernt ihr einfach auswendig. Die benutzt ihr zum Berechnen von schwachen Säuren oder Basen. Das ist einmal die 1,5, Klammer auf, der PKS-Wert minus, und jetzt die Konzentration, die sagen, ihr habt eine Säure mit der Konzentration, dann setzt ihr das da ein, minus dem Logarithmus von der Konzentration eurer Säure. Und beim pOH-Wert nimmt ihr halt die Base her, die Konzentration von der Base. So. Das war es auch schon zur Chemie von meiner Seite.